Er rollte den Stein zwischen seinen Händen hin und her. Ich bin nur ein Deckarbeiter, aber ich war der Einzige, der noch übrig war. Ich steuerte das Schiff so gut es ging, aber als wir an Farnheim vorbeifuhren, fuhr ich auf das Riff. Ich schaffte es gerade noch bis nach Ondras Geschenk, wo ich über Bord springen und zu den Docks schwimmen musste. Ich habe die Fracht schon aufgegeben, von Zeit an ganz zu schweigen. Als einer der Burschen das hier von mit seinem Netz hochgeholt hat, wieder zeigte dir den Opal. Es ist ein Teil dieses Zepters. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es noch drei weitere Stücke und ich würde alles darauf verwetten, dass sie irgendwo im Flachwasser liegen. Es gibt eine ordentliche Belohnung, wenn sie nur jemand finden könne. Was passiert, wenn ich den Rest finden sollte? Es muss doch einen Grund geben, warum du dich noch nicht selber auf die Suche nach dem Artefakt gemacht hast. Hast du schon mit den Schmelzsiegelrittern darüber gesprochen? Nehmen wir mal die zwei. Ich habe Glück, dass ich überhaupt vom Schiff flüchten konnte. Mit diesen Dingern gehe ich kein Risiko ein. Hast du schon mit den Schmelzsiegelrittern darüber gesprochen? Wie? Und damit zugegeben, dass ich Reliquien schmuggelte? Er schüttelte seinen Kopf. Ich glaube nicht, dass sie mich verhaftet hätten, aber dieser ganze Schlamassel hätte mir auch nichts eingebracht. Was passiert, wenn ich den Rest finden sollte? Finde die fehlenden Stücke des Artefakts, dann habe ich da eine Beseeler-Freundin aus meinen Expeditionstagen, die einen Haufen Mütze für dich auftreiben wird. Er kratzt sich am Bart. Ich will damit nur ein paar hundert Pfand verdienen, um meinen verpassten Zahltag auszugleichen. Wenn das für dich in Ordnung ist, werde ich dir diesen Stein und den Namen meines Kontakts geben, sobald du alles zusammen hast. Ich martel sie dich den Opal nochmal an. So wie dieser Bursche diesen Stein mit seinem Netz herausgefischt hat, würde ich darauf wetten, dass die fehlenden Stücke während der Ebbe im Flachwasser finden kannst. Im Martel schaust du aufs Meer hinaus. Brauchst du sonst noch etwas? Im Martel klingt mir aber nicht nach einem Namen aus dem Dürrwald. Das liegt daran, weil es nicht so ist. Ich komme von den Xamittelebenen, einer weiten Savanne nördlich des Dürrwalds. Dem Meer gar nicht mal so unähnlich in gewisser Weise. Es gibt Orte, an denen man sich in alle Richtungen drehen kann, ohne irgendwas anderes zu sehen als den Wind, wie er Wellen im Gras erzeugt. Er sieht so, wie die Brandung gegen das Schiffswrack schwappt. In Momenten wie diesem frage ich mich, was ein Mann der Ebenen wie ich überhaupt auf dem Wasser zu suchen hat. Erzähl mir über Ondras Geschenk. Er kratzt seine sonnenverbrannte Kopfhaut. Wir haben einen Hafen, eine Fischfangflotte und regelmäßigen Schiffsverkehr, all das. Er deutet auf die windschiefen, aneinandergehängten Baracken. Das hier ist um die Docks herum wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das ärmste Viertel von Trotzbucht, aber auch eines der lebendigsten. Er grinst, und was die Lebendigkeit betrifft, geht nichts über den salzigen Mast. Wenn du etwas in diesem Ort wissen willst, solltest du besser einen jüngeren Mann fragen. Er nickt in Richtung eines großen, runden Gebäudes im Osten. Wie läuft das Geschäft? Er schlug ins Wasser. Ab jetzt segle ich lieber mit Kapitänen, die besser auf ihre Fracht aufpassen. Auf die Schwarzhandelsgesetze des Dux gebe ich einen Lindwurmdreck. Aber ich bin zu alt, um gegen uralte Schrecken zu kämpfen. Er atmet die salzige Luft tief ein. Ich möchte nur meinen Lebensabend mit ehrlichem Tageswerk verbringen. Wegen den Reliquien. Ja, hast du überhaupt eine Ahnung, was deine Beseelerfreundin mit dieser Reliquie vorhat? Als wir noch jung waren, hatte sie immer an diesen Dingen herumgebastelt. Ich dachte immer, dass sie nicht ganz richtig im Kopf sei, weil sie nicht so ein staubiges Studierzimmer in Farnheim zurückzog. Aber nach diesem Albtraum auf dem Schiff denke ich jetzt, dass sie die klügere Wahl getroffen hat. Leb wohl. Geheime Fracht. In Ondras Geschenk habe ich den alten Deckarbeiter Imadel getroffen. Er gehörte zu einer Flussschiffsbesatzung, die mehrere Frachtkisten und einige Kisten mit inventarischen Artefakten beförderte. Da diese Besatzung von mehreren Rüstungen aus Kliban Rilak angegriffen wurde, lief das Schiff auf Grund. Imadel sucht jetzt noch jemanden, der die drei fehlenden Stücke eines verborgenen Zepters birgt. Er kennt eine Beseelerin, die gewillt sein könnte, das Artefakt zu kaufen, sofern ich alle Teile davon finde. Imadel sagte mir, dass die anderen Stücke des Artefakts wahrscheinlich in das Flachwasser unter den Docks gespült wurden. Wenn ich alle fehlenden Stücke finde, könnte ich in der Lage sein, mehr über diesen Gegenstand zu erfahren und einen höheren Preis zu erzielen. Also ja, da müsste ich hier runtergehen. Wenn Ebbe ist. Was hast du eigentlich zu verkaufen? Hail and well met. Sieh dir meine Waren an. Exotische Waren geradewegs aus den Republiken oder Alt-Vailia geliefert. Zeig mal, was du hast. Berühmtes Verfalls. Okay, das sind nur Dings. Zweite Chance der
Der macht den Schloss. Das ist ein netter Ring. Also erstmal gibt er zweite Chance. Einmal pro Ruhephase. Er gibt plus 1 Verfassung, plus 1 Macht, plus 1 Entschlossenheit. Und kostet nicht mal so viel. Also der ist gekauft. Gucken wir mal, ob wir nicht auch was dagegen verkaufen können. Knüppel, Bögen, Mordäxte. Xaurib-Speere, Zepter. Streitkolben. Alte Äxte. Stilett reicht auch eins. Ein Rapier. Säbel brauchen wir gar keinen eigentlich. Auch kein gutes Schwert. Ein guter Panzerbrecher. Morgenstern kann weg. Rüstungsmäßig. Kann die gute Robe weg. Fellrüstung können sowieso weg. Gambeson können wir alle verkaufen, bis auf einen. Einfache Kleidung kann einfach alle weg. Brustharnische, die schlechten, können auch weg. Gute Kettenrüstung haben wir auch eine. Schuppenpanzer, bis auf die eine Lederrüstung, können auch alle Lederrüstungen weg. Aber wir haben ja einen guten Schuppenpanzer. So, hier. Kann eigentlich das hier auch alles weg. Guck mal, wie viel. Ja. Haben wir hier noch irgendwelche Pelze? Da der hier unter Sonstiges gelandet ist, wird das keine Zutat sein. Genauso wenig wie der Löwenpelz. So. Irgendwas noch? Wildschlagbonus. Was ist der Wildschlagbonus? Plus 10% Wildschlagschaden. Ah, Druide, wenn er sich verwandelt. Verstandsmarkierer. Seelenpeitschenbonus. Das ist eigentlich nur fürs Medium. Also für zwei Leute, die wir gar nicht in der Gruppe haben. Erhöhte konstante Erholung. Kann nur von Kämpfern verwendet werden. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Warte mal, von wem? Steht nirgends, dass das nur von jemand Bestimmtem. Das nichts. Dauer von Niedergestreckt und Gewandtheit. Amulett, zwei Entschlossenheit. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, das Amulett. Schriftrollen, die brauchen wir gerade auch nicht. Haustiere kaufen wir immer. Und hier sind nur Sachen. Also, ja. Der Ring ist nice. Dann gehen wir mal kurz in unsere Notizen, Händler. Zeile. Und was Geschenk. Wie auch immer der Typ nochmal heißt, hat Zutaten.
Karthugo. Karthugo. Hat Zutaten. So. Gut, dann gehen wir mal in das Haus rein, also in die Balianische Handelsgesellschaft hier. Palinginas Worte haben uns doch ein bisschen stutzig gemacht. Abheizer, mach mal mit diesen Kisten weiter. Lagerhaushelfer. Hier ist auch niemand. Und hier ist nur Liena. Dann reden wir mal. Willkommen in den Valianischen Handelsgesellschaft. Eine junge Frau steht hinter dem Tresen und beobachtet dich mit schnellsten, intelligenten Augen. Willkommen, das ist ihr erster Besuch der Valianischen Handelsgesellschaft. Richtig? Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich Ihnen behilflich sein kann. Ihr Tonfall ist gleichermaßen professionell und neugierig. Was ist das für ein Ort? Die Valianische Handelsgesellschaft ist eine Gesellschaft von Kaufleuten aus den Valianischen Republiken. Wir beaufsichtigen im Interesse unserer Kaufleute Handelsabkommen und Verhandlungen. Sie deutet auf die Tür zu Ihrer Rechten. Das ist unser Lagerhaus, wo wir Transitgüter aufbewahren. Haben Sie noch mehr Geschäfte zu besprechen? Wer bist du? Ich bin die Direktionsassistentin dieses Lagerhauses. Derzeit helfe ich Versano bei den laufenden Geschäften, aber ich werde hier übernehmen, wenn er sich zur Ruhe setzt. Oder falls die Firmenchefs zu Hause beschließen, dass es an der Zeit für eine neue Verwaltung ist. Sie verdrehen ihre Augen. Dann leb wohl. Die beiden Soldaten stehen da, als ob sie den Bereich abriegeln würden. Ein Mann steht in der Ecke des Lagerhauses und regelt den Verkehr. Während er herumdeutet und den Arbeitern zuwinkt, blitzen Juwelen von den vielen Ringen an seinen Fingern. Seine Seidenkleidung ist zwar fein bestickt, aber keineswegs neu. Du bemerkst einige ausgebesserte Nähte und einen dezenten Flicken an einem Ellbogen. Hail and well met. Aber er sieht dich, als er dich sieht, breitet er seine Arme zu einem überschwänglichen Willkommen aus. Sei gegrüßt. Du befindest dich im Lagerhaus und Hauptquartier der Valianischen Handelsgesellschaft. Er sieht auf eine Taschenuhr, ein Teil des Goldfiligrans ist abgeplatzt. Aber du bist spät dran, denn ich habe die Expeditionsschale schon gestern benachrichtigt. Diese Zustände kann nicht aufgeschoben werden. Er klappt die Taschenuhr wieder zu. Wer war diese gefiederte Frau? Ah, du musst Palegina meinen. Sie ist ein Paladin im Diensten der Valianischen Botschaft. Er kichert. Sie ist eine gute Soldatin, aber beim Befolgen von Befehlen nicht ganz so gut. Ich fürchte, ihr Temperament ist zu hitzig. Sie schien wütend zu sein. Er lacht erneut. Das überrascht mich gar nicht, denn sie ist ziemlich leicht reizbar. Eine Frau in Paladin-Bruderschaft, noch dazu eine, die von den Göttern auf solch ungewöhnliche Weise berührt wurde. Ich bin auch ein Paladin. Hallo. Kann ich dir sonst noch mit etwas helfen oder soll ich mit meinen Geschäften fortfahren? Erzähl mir mehr darüber, was es hier zu tun gibt. Ich bin Kaufmann aus Ancenkenze. Der schönsten der Valianischen Republiken. Hier in Trutzbucht leite ich die Valianische Handelsgesellschaft. Er deutet auf die gestapelten Kisten. Wir transportieren Fracht in die Republiken und von dort hierher. Wir sind ein Teil des größten Kaufmannsunternehmens der Welt. Wir können alles transportieren, was man sich vorstellen kann. Er grinst gegen einen kleinen Obolus. Ich würde gern mehr über die Handelsgesellschaft erfahren. Wir sind eine Konföderation von Kaufleuten und Händlern aus den Republiken. Sieht sich stolz im Lagerhaus um. Wir verkaufen allerlei Waren und Ausrüstungsgegenstände. Schon seit Jahren haben wir lukrative Verträge mit vielen Läden, Schenken und Rüstkammern in ganz Trutzbucht. Er schmunzelt. Stimmt etwas nicht? Ach, nichts Schlimmes. Er winkt mit einer Hand ab. Während der letzten Monate ist unsere Konkurrenz besonders heftig geworden, aber ich glaube, das konnte angesichts des Vermächtnisses, wie es die Einheimischen nennen, erwartet werden. Was soll zugestellt werden? Er zieht an seinem Bart. Dann muss ich annehmen, dass du nicht zu der Firma gehörst, die ich über die Expeditionszeit kontaktiert habe. Er winkt mit einer Hand. Aber egal, du schließt dich hier und sie nicht. Es geht um einen Beutel Bittergurkensamen, die hier für ihre medizinischen Eigenschaften geschätzt werden. Damit handeln nur wenige Kaufleute in Trutzbucht und sie sind ihres Wertes sehr bewusst. Scheint ziemlich einfach zu sein. Was willst du dann von mir?
Ein Stirnrunzeln verzerrt seine akribisch gepflegten Spitzbart. Während der letzten Wochen sind meine eigenen Kuriere ausgeraubt und geschlagen worden. Anscheinend verübeln mir einige meiner Konkurrenten meinen Erfolg. Wie auch immer, du wirst nicht mit mir in Verbindung gebracht werden und man wird dich in Ruhe lassen. Falls nicht, er zog mit den Achseln und grinst. Du siehst aus, als wärst du recht fähig. Und was deine Integrität angeht, nun, da werde ich dir wohl vertrauen müssen. Und du musst meinen Versicherungen vertrauen, dass du außer meinem Kontakt keinen Käufer mehr dafür finden würdest. Ich werde es übernehmen. Er klatscht seine Hände zusammen. Hervorragend. Bitte stell dieses Paket einem Mann namens Gareth im Fuchs und ganz im Kupferweg zu. Er will wissen, was er damit zu tun ist. Er gibt dir einen Beutel mit kieselgroßen Samen in die Hand. Kehr zu mir zurück, wenn du fertig bist, dann werde ich mich um deine Bezahlung kümmern. Hail and well met.